We are the farmers. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video aus unserem Unimog U1250 Doppelkabine. Doppelkabine bedeutet, wir haben eine Rücksitzbank. Insgesamt 7 eingetragene Sitzplätze. Philipp sitzt hier gerade auf meiner Beifahrersitzbank, die man aus den herkömmlichen Unimogs kennt. Ich sitze hier auf meinem schönen bequemen Fahrersitz. Dadurch, dass es Doka ist, kann ich meinen Sitz weiter nach hinten machen, weil wir ja keine Rückwand haben. Das sieht man nämlich auch oft bei Reisemobilen, dass sich Leute die Doka-Kabine kaufen, um davon denn zwar das meiste wieder abzuschneiden, aber einen größeren Fahrgastinnenraum haben. Weil für große Leute wie mich, ich rutsche gerne ein Stückchen weiter nach hinten von den Pedalen weg. Und man hat auch nicht immer gleich die Rückwand hier hinter. Warum brauchen wir eine Doka? Meine Freundin Anna hat mich da recht zu gedrängt, dass wir wieder mal ein Fahrzeug haben, wo wir im Sommer mal mit wegfahren können. Also so ein Wochenendtrip, ein Bett hinten rein und so weiter. Das bietet sich hier ganz gut an, weil wir einen Alukofferaufbau haben. Der ist recht neu noch, der Alukofferaufbau. Von der Größe her, er ist 2 Meter breit und 1,80 lang. Den zeige ich euch gleich nochmal genauer. Aber das Schöne ist halt, dass wir hier diese Doppelkabine haben mit dem hohen Dach, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich sitze hier wirklich sehr bequem drin. Er hat schnelle Achsen. Schnelle Achsen bedeutet, dass er ca. 90 km/h bei 2600 Umdrehungen fährt. Und er hat den OM366 Motor mit Turbolader. Den Motor wird mal restauriert. Er ist jetzt olivgrün, früher war er mal gelb. Diese Doppelkabinen kommen meistens aus dem Tagebau. Was machen die dort? Mannschaftstransport. Und er hatte auch vorher schon eine kleine Pritsche bzw. einen Koffer drauf. Zum Beispiel mit einem Notstromaggregat sieht man es ganz oft. Das Schöne ist, er hat eine Hydraulikanlage ausgestattet. Das macht ihn flexibler. Ich möchte ihn nicht nur als Reisemobil nutzen, wenn er bei uns auch noch den Tieflader ziehen kann. Mit hydraulischen Rampen ist es schön, dass er eine Hydraulikanlage drin hat. Zwei doppelwirkende Steuergeräte für den Anhänger, sehr praktisch. Dann hat er eine Überdruckanlage. Wir haben hier den Aufkleber, zulässige Wassertiefe 1,20 und beim Warten Vierradantrieb einschalten. Das bedeutet Allrad anschalten und dann werden die Achsen auf Überdruck gesetzt, damit kein Wasser in die Portale oder das Differential reinläuft. Ja, Unimog U1250, Baumuster 427, gebaut 1989 mit Doppelkabine und Hochdach. Wir haben hier verbaut den OM366 Motor mit Turbolader. Man erkennt ihn recht schnell an seinem eckigen Ventildeckel. Sonst von den Bauteilen her 12,5er Räder drauf. Da sollen langfristig die großen Michelin XZL, weil die eine höhere Gummiflanke haben, somit mehr Gummiflanke federt schöner auf der Straße, obwohl er auch sehr, sehr gut so auf der Straße liegt. Die Reifen sind ziemlich neu, aber er wird auch ein bisschen schneller dadurch. Dann Kleinigkeit, hier hinten muss noch wieder ein Gummischmutzfänger ran. Jetzt fahren wir ein bisschen im Wald und schmeißen uns das immer hier auf den Tritt. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Wenn wir hier mal reingucken, große Sitzbank, bietet Platz für 4 Leute. Zwar nicht in der Corona-Zeit, aber sonst. Und schön mit Leder, Unimog-Schriftzug mit drin. Der Dachhimmel sieht noch richtig gut aus, er ist original so.
Wenn man die Tür einmal von hinten anguckt, die Doka-Tür, sieht man, das ist eine umgebaute vordere Tür. Das ist so von Mercedes umgebaut. Weil so viele Dokas hat Mercedes nicht gebaut. Wie viele es genau sind, weiß ich nicht. Lufttrocknerpatrone und diesen runden Tank. Ich weiß gar nicht, wie viel Volumen er hat. Ich bin der Meinung, knapp 250. Wir müssen auch bald wieder tanken. Dann haben wir hier einen Aluminiumcontainer. Das ist ein Unimog-Heckfenster, oben als Scheibe eingesetzt. Gucken wir doch mal in den Koffer rein. Hier haben wir eine Alu-Leiter von der Bundeswehr. Also die, die es sonst für den FM1-Shelter dazu gibt. Hier mit einer individuellen Anbauart. Sieht ein bisschen nach Feuerwehr aus auf den ersten Blick. Es ist ein Eigenbau. Hier mit einem Rolltor drin. Unser Plan ist jetzt, dass wir hier auf halber Höhe quer ein Bett reinpacken, dass wir unter dem Bett Stauraum haben und wir wollen die Wände noch isolieren. Wir haben mit dem ganzen Kram von Selbstausbau und so weiter noch nicht so die Erfahrung mit. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr eure Wände in euren Wohnkoffern gedämmt habt. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten angehen, damit, wenn Corona wieder lockerer wird, dass wir damit im Sommer los können. So Ziele sind so Dänemark, Schweden. Wir wollen zusammen mit dem Team vom Feuermock, also David und Alex, wollen wir gerne zusammen auf Reisen gehen. Die Vorstellung vom Feuermock findet ihr hier. Ja, der U1250, hinten ganz normales Ringfeder-Zugmaul, hier unten noch eine Autoanhängekupplung. Ja, mehr ist da auch nicht zu sagen. Er hat halt Hydraulikanschlüsse, zwei doppelwirkende hinten, jetzt für einen großen Anhänger. Für die richtigen Camper ist so eine Hydraulikanlage einfach nur unnötiges Gewicht. Aber da, für mich macht es den Unimog ein bisschen flexibler, man könnte auch mal einen Tieflader ziehen. Das passt. Auf dem Dach ist auch Griffelblech, das Dach ist belastbar. Wahrscheinlich wird aufs Dach das Ersatzrad kommen. Wir hatten auch über ein Dachzelt nachgedacht, aber eigentlich brauchen wir hier drin nicht so viel Platz. Der Koffer hat eh keine Stehhöhe. Also ich kriege, ja, gekniet kann man hier gut drin sitzen. Liegen geht auch, aber stehen geht so oder so nicht. Wenn wir hier drin Stehhöhe hätten, dann wäre das ganze Fahrzeug aber über 4 Meter hoch. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Der Koffer hier, da hat man sich so ein bisschen an der Doka-Kabine orientiert. Sollte eigentlich eine Kiste sein, um zur Jagd zu fahren, wo man dann sein Krams drin hat. Mit der Anhängekupplung hier unten, vielleicht da ein Fahrradanhängeträger, wenn man mal unterwegs ist, das kann man natürlich schön machen. Lass uns mal weiter gucken. Geplant ist hier noch, dass hier ein Auspuffbogen rankommt und hier der hochgelegte Auspuff an der Kabine hochläuft. Wir müssen mal gucken, wir haben ja Edelstahl-Auspuffe selber gebaut, ob die hier so ohne weiteres mit den Haltern ranpassen, weil der Steg hier an der Kabine ist etwas schmaler als bei den meisten Unimux. Auch bei den normalen Unimux. Aber das wäre eine Top-Sache, dass wenn man das Fahrzeug laufen hat, warum auch immer, weil er morgens Luft pumpt und man daneben steht, dass man nicht so viel Abgase einatmet. Es ist immer schöner und es sieht auch einfach eleganter aus, wenn es nach oben weggeht. Sonst haben wir hier einmal die zwei 12-Volt-Batterien geschaltet auf 24 Volt. Dieser Anschluss hier ist für Fremdstart. Das kennen wir aus der Bundeswehr. Der Bundeswehr-Unimog hat dieselbe Kiste, nur auf der anderen Seite. Schöner OM 366, wie ich schon sagte, eckiger Ventildeckel, eindeutiges Zeichen OM 366. Mit der Bosch Einspritzpumpe, da müssen wir mal gucken, wo wir die machen lassen, dass er ein bisschen mehr Power kriegt. Das ist noch so Plan. Hier auf der Seite Fahrtrichtung links sitzt der Turbolader, kann man halt auch immer gut drauf gucken, ob er trocken ist. Der hier ist schön trocken, das Lenkgetriebe ist trocken. Das sind so die Sachen, wo ich drauf geachtet habe, als ich ihn gekauft habe. Er fährt sich sehr schön auf der Straße, die Lenkung ist stramm. Man kann wirklich das Lenkrad bei 90 loslassen und der will nicht in irgendwelche Richtungen. In den nächsten Videos werden wir ein bisschen über unseren Selbstausbau berichten, was wir dafür gute und auch schlechte Erfahrungen bei gemacht haben. Und dann wird es wohl im Frühjahr irgendwann die ersten Videos gehen, wie wir damit so ein paar kleine Kurztrips machen. Wenn ihr Fragen habt zu Wohnmobil, Selbstausbau, Unimog, Vorteile, Nachteile, schreibt es in die Kommentare und ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten. Vergesst nicht zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken, um weitere Videos hier über den Selbstausbau und über diese ganze Wohnmobil, Unimog, Reisen nicht zu verpassen. Bis bald! We are the farmers.